Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Walking Dead Saints and Sinners Chapter 2 Retribution. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an alle Zombies da draußen, die die letzten Videos mit einer Bewertung unterstützt haben. So, Freunde, ich habe hier eben mal ganz kurz Inventar aufgefüllt, ne, eine Runde gecraftet. Und jetzt schauen wir uns die nächste Mission an. Nämlich, begib dich bei Tag in die Bourbon Street. Kurzer Recap. Wir haben in der letzten Folge dieses Schmuckstück hier bekommen. Ja. Gute alte Disc, The Vision. Und die sollen wir jetzt zur Radiostation bringen und quasi Propaganda gegen Propaganda betreiben. Mal gucken, wer am Ende erfolgreicher wird. Also, ab zur Bourbon Street. So, Moment, wir müssen erstmal, wir müssen wieder irgendwie zum Boot. So, da lang. Genau. Genau, und da ist das Moped auch schon. Und dann gucken wir uns heute mal in der Bourbon Street um. So, wo haben wir die denn hier überhaupt? Bezirk, Rampart, Memorial Lane, Old Town, Turm, Bastion, Baywater. Okay. Wo zum Geier ist die Bourbon Street? Untiefe. Okay, Moment. Wir probieren es einfach mal hier. Müssen wir zur Not mal auf die Straßenschilder gucken, wo wir uns gleich befinden. Okay, wir sind da. Super. Voodoo Cola. So, ich meine nämlich mich zu erinnern, da vorne kommen gleich schon die ersten Straßenschilder. Yes, unser gutes, altes, gepimptes Straßenschild ist am Start. Zombies können, also Garrison und Walnut Street. Hm, schade. Was haben wir denn hier? Garrison, ach, das ist auch Walnut. Moment, wo befinden wir uns gerade? Ach, da hinten. Nee, Bordeaux. Warte mal, gucken wir nochmal in den Auftrag rein. Bourbon Street. Was denn? Können wir die anderen machen? Begib dich zu Baywater. Moment, dann machen wir es doch anders. Nochmal einmal schnell zurück zum Boot. Weil ich glaube, Baywater, das war auf der Karte verzeichnet. Dann gehen wir doch zuerst dahin. Mal gucken, vielleicht ist ja sogar die Bourbon Street bei Baywater. Sehen wir ja dann. So, Moment. Wo habe ich es? Da oben habe ich es gelesen. Baywater. Und Abfahrt. Wie? Warum ist denn jetzt hier dunkel? Freunde, so haben wir aber nicht gewettet. Oh no. Moment. Ah. So. Also, ja, wir müssen bei Tag hier hin. Oder, nee, finde das Pfandhaus, verwende die Karte in deinem Tagebuch. Ja. Hier ist auch nicht die... Moment. Wo könnte denn hier das Pfandhaus sein? Baywater. Okay. Ja, Fisch, Pfandhaus. Wo zum Geier ist denn hier das Pfandhaus? Könnte das das... Moment. Stehen wir eventuell schon davor? Einmal durchs Fenster. Okay, das ist der Pawn King. We've been staring at that door for hours, hoping you'd come through it. Ah, alles klar, gern geschehen. Freue mich auch, dich zu sehen. Hey. What's the matter? The priest put you in a bad mood? He can be a pushy son of a bitch. Sounds familiar. What did Father Carter have to say? Ja, er hat auf jeden Fall eine Nachricht für dich. Und auch, er redet zu viel. That dude likes flapping his gums. Bottom line, he's down with the concept.
Alter, mal geilen Stuff da hinten. Wow, sogar Ninja-Sterne. Okay, was? Moment. War das das Teil? Und vielleicht auch der Brief? Warte mal. That son of a bitch. All right, put it in the drawer. Man of God, my ass. He's a wolf, this guy. Shifty, but fuck it. He can have it his way. With the preacher bringing his exiles to the table, we will have people in every corner of this city. Oha, sie hat sogar einen Arm verloren, sehe ich gerade. Die Arme. Ich will das Samurai-Schwert haben. I'm doing business with the tourists. You'll get your cut once the goods start flowing through here from our exile friends. With everybody still dazed from the shitstorm in Old Town. Klingt ein bisschen, als würde er rappen. Er float. Supplies have never been harder to come by. Okay, Old Town Supply Shortage. Why the supply shortage? Gotta think the reserve had something to do with it. Everybody had it in their heads that there was this buried treasure out there. And they all broke their necks trying to find it. Then poof, it evaporates into thin air. And all those folks who were depending. Let me gather my thought. All right, you have my attention now. What the fuck was I saying? Du hast eigentlich von Supply gesprochen, aber gut. Everybody's got Old Town on the brain. Yeah, well, it was a fucked up situation. Some lunatics figured out how to keep the bells ringing for days. What's the point of that? Slaughtering a bunch of innocent people, then making it nearly impossible to ever set foot in that stretch of NOLA ever again. Chaos like that ain't just bad for business, it's bad for living. Hope Mama gets a hold of that fucker. Gives them what ich sag's ja, er float richtig, ja. Yeah, yeah, but you know what they say, Pumpkin. Cooler Typ. Ich mag ihn jetzt schon. You're like the only one alive who says stuff like that. Cut the shit, Dez. I mean it. Genau. Du schweigst jetzt mal kurz, während die Erwachsenen quatschen. Just make sure my cut is substantial, Sonny. Then we won't have a problem. I'll tell you what I tell all my soldiers. I haven't operated this fine establishment for 28 years, through a fucking apocalypse even, by breaking my promises. You've got my word, and my word is good as solid gold. It's true. He does say that to everybody. That's enough, mm-hmm. Dez. One thing you gotta know about the exiles, they're like catfish, night feeders. So you'll need to venture out after dark to do business with them. Oh yeah, gib uns den Shit für die Nacht. Flashlight haben wir. Different ball game at night, but the exiles say it's the best time to scavenge. Less competition, lots more loot. Kennen wir auch schon aus Dying Light. Nachts ist alles härter als tagsüber, aber gut. Dafür haben wir dann weniger Wachen. Thanks for the tip, Pawn King. You know I got your back, tourist. Listen, while you're here, if you got my back, I got yours. It would help the trade network out a whole lot. Our old friend Henri, he had stuff hidden all over this town. He was like a fucking squirrel, couple of nuts here, couple of nuts there. Okay. Most of it I could care less. Und wir holen uns sein Zeug. He and I were in the middle of a deal for one of those stashes, and then he got himself dead. Oh. I happen to know where he hid it. You can keep. Alles klar, dann her mit der Schatzkarte. Wo finden wir den Shit? Those belong to me. Batteries. Okay, er will unbedingt Batterien haben. Wofür? Sounds simple enough. Aber wofür willst du Batterien haben? You expect me to risk my ass for 9 volts? It may seem trivial to you, I know. But the whole trade network relies on batteries to keep in touch. Ja, macht Sinn. I know more than a few exiles who would gladly exchange their firstborn for one damn 9 volts. Oha. Also es gibt wohl auch Leute in dem Spiel, die geben ihr Erstgeborenes für eine Batterie. Alles klar. Fine. I'll fetch your damn batteries. So it sounds like we got us a deal then. Auf jeden Fall haben wir einen Deal. Und dafür will ich das Samurai-Schwert. Studio in the French Quarter. Lots of fine memories. Henri and I used to do session gigs there. Him on slide, me on bass. We even played with Slim Dog Fortune once, if you can believe that. You knew Slim Dog. I most certainly did. Not like Henri. Those two played together for years. But I spent enough time with the legend to know how special his talent was. Back in the day, after Slim Dog met his maker, Henri would always be boasting about how Slim Dog told him he was the best slide player he'd ever seen. Even better than Slim Dog himself. Oh man, I miss that fool Henri. And he could play, there is truth to that. But better than Slim Dog?
Come on, now. The cat who owned the recording studio was a lunatic, Martinique the Martian Driscoll. He was a bit on the paranoid side, thinking everyone was out to steal from him. Didn't trust us musician types as far as he could throw us out the front door. He was always switching the door code, sometimes every other day. Okay, hat auf jeden Fall viel zu erzählen. Where do I find the code? The Martian was something of a ladies' man. Had a dalliance with a different lady every week. So he set himself up with a private suite at the Hotel Eclair. Ah, okay, wir müssen nochmal zurück ins Hotel, den Code besorgen, alles klar. He'd leave it there for whoever he had coming around. You find room 212, you find the code. Alles klar. Room 212, got it. Room 212, got it. One last thing. We're not gonna be keeping regular business hours from here on out. Security reasons. I'm sure you get it. We'll shout out on the radio when the doors are open, so stay tuned in. Good luck to you, tourists. Alles klar, danke. Alles an einem Ort abgeschlossen. Ja, aber warte mal, haben wir denn jetzt die echte Diskette noch? Ne, die haben wir nicht mehr, die haben wir ihm gegeben. Oh, Gott, mach auf hier. Alles klar, also wir müssen dann nochmal ins Hotel Eclair. Da waren wir ja quasi ganz am Anfang. Was bist du denn? Ein Pornbot. Alles klar, nehmen wir mit. Was haben wir hier? Feuerzeug. Meine anzünden. Bisschen Müll. Was bist du? Was? Klebstoff. Eine Runde schnüffeln, Freunde? Nee, nee, lass mal. Oh! Messer, oha. Zwar übelst alt, abgenutzt. Aber nehmen wir mit. Okay. Gucken. Oh ja, yeah. Dich nehmen wir auch nochmal mit. Alles klar, Freunde. Oh, das nehmen wir auch mit. Lass mal eine Runde looten hier. Was ist denn los? Den Gönjamin machen. Headset brauchen wir nicht. Die geben auch nicht so viel gleich. Komm, dich nehmen wir nochmal mit. Oha, hi. Na komm. Kiosk ist offen, Freunde. Du eine gemischte Tüte? Kannst du haben. Wer will noch was? Ein Big Mac-Menü für dich? Okay, Moment, bevor wir jetzt da rausspringen. Ja. Yes, da kommen sie alle. Moment. Okay, Moment, wie können wir denn jetzt hier nachladen? Geht das? Oh, das sollte ich vielleicht nochmal tasten. Wie ich hier nachladen kann. Wie war das denn noch? Okay, sehr gut, jetzt schon mal nicht. Moment, Freunde, ich lade erstmal in Ruhe nach. Ihr könnt ja eine Runde warten. Wir sehen uns gleich. Zack. Und Abfahrt. Oh, herrlich. So. Und raus hier. Ja, wir sollten es nicht auf die leichte Schulter nehmen, auch wenn es hier gerade Spaß macht. Komm mal her, so. Leute, ist das crazy. So, okay, Moment. Was sagt denn hier die Karte jetzt? Wir müssen nochmal zum Hotel Eclair. Battery. Okay, ich würde sagen, wir schnetzeln uns einfach mal durch jetzt hier. Zack. Oh, es werden auch schon deutlich mehr, sehe ich gerade. Oh. Gott. Jetzt werden sie aber übergriffig hier, Freunde. Oh. Komm, sauber, sauber. Und zack. Runter mit der Rübe. Oh. Oh. Den Arm abgeschnitten.
Junge! Er lässt nicht los! Geh weg! Jesus! Da sind wir mal ganz böse gestorben gerade. Wenn du an der Stelle gestorben bist, folge dem Geist, um ihn zu finden, aber Vorsicht, wenn du die Karte verlässt, verlierst du alle Gegenstände. Okay. Gut, dass wir noch nicht so weit weg sind. Ich hab mir einen Rucksack. Das klappt immer. Erstmal schön nah rankommen lassen. Hallo. Hat jemand mal eine helfende Hand? Ach, Jesus, okay. Was bist du denn? Ein Stück Holz? Komm, wir nehmen alles mit. Komm, schon die nächsten zwei angelaufen. So, okay. Gruselig, Freunde. Hopp. Hopp. Geil. Okay. Ja, wir müssen jetzt einfach mal gucken, tatsächlich. Ich bin mir nämlich nicht sicher, wo es zum Hotel geht. Aber wie gesagt, ist auf jeden Fall schon deutlich mehr los nachts, okay? Mit der Muni sparen. Oh, was bist du denn hier? Alles schön mitnehmen. Er braucht es eh nicht mehr. Ein pinker Bart. Definitiv ein Hipster. Aber ihr seht schon, wohin ihn das geführt hat. Weiter das nicht geschafft. Okay, was haben wir denn hier? Oh. Oh, oh. Wir haben einen Rucksack gefunden. Können wir seinen Rucksack in unseren tun? Nein, geht nicht. Aber... Moment. Ich will auf jeden Fall die Machete. Oha, Freunde. Warte mal. Wen haben wir denn da? Komm zu Daddy. Und... Zack! Oh, shit. Geht gut ab, das Eisen. Aber, Moment. Wow, yes, Leute. Na, wer hat Pulp Fiction gesehen? Als Bruce Willis sich das Samurai-Schwert schnappt und die beiden Dudes im Keller niedermetzelt. That's me. Oh, yes. Zack. Geil. Oh yes. Oh, das Teil geht aber mal richtig ab. Neue Lieblingswaffe, definitiv. Okay, Moment. Wo müssen wir denn hin? Egal, komm, Moment. Wir gönnen uns erstmal noch ein bisschen Action. Können wir ihn auch so aufstechen? Oh, das hat nicht geklappt. Aber runter mit der Rübe klappt immer. Einmal hier ins Eck, aber hier ist nichts. Boah, geiles Teil. Bockt richtig. Und da kommt auch schon der nächste. Oh! Der nächste. Ich glaube, die Waffe ist stumpf geworden mittlerweile. Oh, doch nicht, geht immer noch. Und der nächste. Boah. Zack. Und zack. Boah. Wie wir die Köpfe runterholen. Aber ich muss. Boah, wir brauchen Ausdauer. Komm, beweg dich. Komm, Jung. Nicht schlapp machen jetzt. Geh weg! Oh, ich nehme doch den Arm hoch! Oh, shit! Freunde! Wir müssen hier weg! Ich hab's ein bisschen zu sehr auf die leichte Schulter genommen, alles.
Aber geiles Teil. Okay, was haben wir hier? Das sind doch Bomben. Kommen wir da rum? Nee, kommen wir nicht. Shit. Moment, Moment. Ich will das Teil mitnehmen. Geht das? Oh, der ist auch geil. Aber egal, ich will das Teil. Krasser. Geiler, viel geiler. So, da klingelt auch schon der Wecker. Pizza ist fertig. Ich muss auf jeden Fall mal schnell zum Speicherpunkt, bevor mir die Pizza im Ofen verbrennt, ganz ehrlich. Oh, wir werden auch leicht panisch hier. Oh, guck mal, der nächste Rucksack. Mist, wir finden hier richtig guten Stuff. Oh Gott, es werden immer mehr. Moment. Shit. Wo sind wir zum Teufel? Ne, wir müssen hier lang. Komm, Bewegung. Mit denen allen können wir es gerade nicht aufnehmen. Oh, oh Gott. Richtiger Horrortrip gerade. Oh shit! Oh scheiße, wir schaffen's nicht! Oh shit! Wow, geh weg! Oh mein Gott, Freunde, ich muss mal ganz kurz durchatmen, das ist ja völlig crazy. So Freunde, kurz durchgeatmet. Ich habe gerade eben tatsächlich keine Schnitte mehr gehabt, es waren dann doch zu viele. Ich habe auch meinen Rucksack verloren, aber ihn gerade nochmal schnell wiedergeholt, deswegen ey, wir müssen auf jeden Fall noch mal ins Lager zurück und ich muss da noch was machen. Also das funktioniert so mal hinten und vorne nicht, bin ich ganz ehrlich. Ich dachte, wir haben es drauf, aber die haben uns aber mal ganz schnell fertig gemacht hier, die Kollegen. So, Moment, gucken wir mal. Wir müssen noch einmal zurück hier zum Bus tatsächlich. Also wie gesagt, ich gehe noch schnell eine Runde craften, bereite mich besser vor auf den nächsten Auftrag und dann sehen wir uns in alter Frische im neuen Video. Bis hierhin, vielen Dank fürs Zusehen, Bewertung nicht vergessen und tschüss!